nächsten Mal, aber demnächst dann hoffentlich regelmäßig, den American Arena Podcast. Die Idee dahinter ist, Themen aufzugreifen und Interviews zu führen, um das große Spektrum des Blogs in die Tiefe zu führen. Das Ganze ist als Videoversion konzipiert und soll bei YouTube laufen, denn Bilder können das Programm meistens sehr gut abrunden, so wie im heutigen Fall eine Geschichte am Rande der Baseball-Weltmeisterschaft, die das Zeug zu einer kleinen Kontroverse hat und die es wert war, einen Experten in Deutschland nach seiner Meinung zu fragen. Baseball-Autor Philipp Würfel. Normalerweise ist es dann schon eine gute Idee, etwas Kontroverses zu machen, aber hier ist es halt schon ein Zacken zu viel des Guten, also um damit auf sich aufmerksam zu machen. Um was geht es? Um ein Werbevideo, das eine italienische Agentur produziert hat, in dem man aus Anlass der Baseball-WM in Nettuno die Landung alliierter Truppen an gleicher Stelle im Zweiten Weltkrieg im Januar 1944 parodiert. Mit echten Panzersperren und Stacheldraht und Baseballspielern, die sich mit ihren Schlägern durchkämpfen. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, dass sie da ein bisschen übertrieben haben. Also, dass sie eine gute Idee gehabt haben am Anfang, aber die es so krass rübergebracht haben, dass das Ziel, den Baseball World Cup zu promoten, dass damit eher negativ belastet wurde. Also ich glaube kaum, dass das Video auf irgendwelchen Seiten abgespielt wird als Promotion für das Finale der Weltmeisterschaft in Nettuno. Du hast das Gefühl, dass die meisten, die das sehen und vielleicht darüber nachdenken, so etwas einzubetten, dass die doch eher zurückschrecken. Ja, auf jeden Fall. Und an sich das Kriegsthema dann mit Baseball zu verbinden, ist dann schon die erste Ablehnung an sich. Es gibt ein ähnliches, wenn man jetzt das von Nettuno nimmt, was sicherlich den Soldaten James Ryan als Grundlage genommen hat, ist das von Godo, was auch Gruppenspiele der WM ausgetragen hat, haben als Grundlage Field of Dreams genommen, auf Feld der Träume im Deutschen, wo Kinder auf einem Platz spielen und dann kommen aus dem Feld, kommen die Baseballspieler und das Licht geht an und ist viel schöner rübergebracht. Der Baseball World Cup 2009, also die Weltmeisterschaft der IBAF, hat zum ersten Mal ein beachtliches sportliches Niveau nach Deutschland gebracht, richtig? Ja, das ist richtig. Also die WM ist jetzt zum ersten Mal, dass sie in Deutschland ausgetragen wurde. Und das Ziel war halt ursprünglich vor dem IOC-Kongress im Oktober, den vielen IOC-Mitgliedern, die halt in Europa sitzen, Baseball näher zu bringen, dass Baseball ein großer Sport ist. Also es sind insgesamt 38.000 Zuschauer gekommen zu den 6 Spielen. So viel gab es noch nie. Also wenn man dieses Olympische Spiel 1936 außen vor lässt, wo 120.000 Baseball geschaut haben. Und mit den 9.600 Zuschauern am Freitag zwischen Deutschland und USA ist ein neuer Rekord aufgestellt worden für ein Spiel auf deutschem Boden. War das sportlich die bisher interessanteste Begegnung der deutschen Mannschaft? Vom Sportlichen her war es sicherlich, dass neben dem Spiel zwischen Deutschland und Kuba bei der WM 2007 das sportlich wertvollste Spiel oder das am höchsten einzuschätzende Spiel. Gegen die USA haben sie eigentlich gut gespielt, aber mit Fehlern und vor allen Dingen ihr Pitcher hat nicht den besten Tag gehabt und da haben sie ein paar Runs zu viel kassiert und haben dann 9-1 verloren am Ende. Wer war denn der beste deutsche Spieler?
Der beste deutsche Spieler im Spiel gegen die USA war sicherlich Sascha Lutz, weil er den einzigen Run erzielt hat. Der Catcher Kai Gronauer, der in Savannah in den USA in der Single A spielt, war in der Mannschaft. Wie gut ist er eigentlich inzwischen? Also er musste ja im Winter und im letzten Herbst wurde sein kompletter Schlagablauf umgestellt, sodass alles etwas kompakter ist. Und in der Übergangsphase ist er immer noch. Und das merkt man auch an den Statistiken. Offensiv ist er eher Durchschnitt. Ist aber von den Catchern, die in Savannah unter Vertrag stehen oder die da spielen, ist er klar der Beste. Und er selbst sagt, dass die Coaches eher auf die Defensive schauen als auf die offensiven Statistiken. Er ist noch jung, also darf man annehmen, dass er sich noch weiterentwickelt? Für einen meiner Liga im Vergleich zu den Amerikanern ist er eher nicht so jung mit 22 Jahren, aber als guter Catcher hat er auf jeden Fall eine Chance, noch höher zu kommen. Ob er es nun in die MLB schafft, das kann man jetzt noch nicht sagen. Er ist ja noch zu weit weg.